Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Maus Akrobat und habe für euch schon heute ein neues Video dabei. Ihr habt ja gelesen, Panther M10 ist ein Biest und ich habe vor einigen Tagen ein Stiftung Premium Test Video zum Panther M10 gemacht, worin ich gesagt habe, dass der Panther M10 ein extrem starker Panzer ist. Jetzt kamen einige mit Kommentaren bei mir an, ob das nun per Privatnachricht war oder unter den Kommentaren von dem Video, die gesagt haben, hey, so stark ist der gar nicht, du hast da ein bisschen übertrieben. Und in dem Replay, was ich euch mitgebracht hatte, das war zwar ein Panzerass, aber es war im Prinzip ein relativ statisches Gefecht auf Malinowka. Dafür war es kein Top-Tier-Gefecht, sondern ein Achtergefecht. Ihr erinnert euch, der Panzer hat Special Matchmaking und ich habe jetzt einfach mal zwei Belege für euch dabei, wie stark der Panzer wirklich ist. Und ich bin mittlerweile fast der Überzeugung, dass er sogar stärker ist als der Panther selber, weil er halt im Prinzip keine Neuner sieht. Er hat natürlich ein bisschen weniger Durchschlag, dafür hat er den härteren Turm und er hat vor allem, und das muss man ihm ja relativ hoch anrechnen, er hat die Möglichkeit ausschließlich gegen 7er und 8er zu kämpfen. Dieser Special Matchmaking Faktor, den darf man nicht unterschätzen. Und wenn man hier die Zweierknopf APCR drückt, dann hat der Panzer immerhin noch 177 Durchschlag. Auf der normalen AP 150 ist eigentlich auch allemal ausreichend. Er hat den gleichen HP-Pool wie der Panther, 1300 HP. Wir haben jetzt hier ein Škoda T25 Platoon, was hier einfach stumpf durchgefahren ist, wo man sich dann auch fragt, Alter, was denn hier gerade passiert? Ja, wir versuchen mal hinterher zu fahren, um vielleicht Schlimmeres zu verhindern. Na, die Škoda T25 versuchen hier vor uns davon zu fahren. Oben auf dem Hügel wurde ein Leo gespottet, der 7er der Schweden. Viele haben ja auch geschrieben, der Komet ist viel, viel stärker oder der Leo. Wir werden jetzt gleich sehen, was der Komet full live gegen ein full live Panther M10 macht. Panther M10 gibt ihm erstmal ein, dann rammt er ihn noch ganz entspannt, dann macht er weiter mit dem Komet. Und ja, der Panther M10 hat auf jeden Fall die bessere Panzerung als der Komet. Und ihr seht, wie schnell hier einfach mal die 1050 AP von so einem Komet weggelutscht werden. Jetzt hat er mir kurz das Emorek gezogen. Emorek muss ich schnell wieder draufpacken. Und das sollte es eigentlich auch gewesen sein. Die DPM in Verbindung mit der Panzerung und dem HP-Pool vom Panther M10 ist einfach zu viel für den Komet im direkten Austausch. Klar hat der Komet 12 Grad Gun Depression und klar ist er in guten Händen, wenn er Halldown gehen kann, ein Monster. Aber der Panther M10 ist einfach der viel, viel bessere Allrounder. Er kommt sowohl in Stadtkarten als auch auf offenen Karten hervorragend klar. Was ihn meiner Meinung nach auch noch stärker macht als den Panther selber, sind die besseren Dispersion-Werte. Das heißt, man kann mit diesem Panther M10 viel, viel besser Snapshots machen. Das werden wir uns gleich in einem zweiten Replay auf Erlenberg angucken. Ich hatte jetzt erst überlegt, ob ich auf den Hügel hochfahre. Aber T29 und Leo sind schon unten. Also drehe ich wieder um. Da kommt ein T3485. Der kommt hier tatsächlich auf mich drauf gejodelt. Und auch hier werdet ihr jetzt gleich wieder sehen, was diese DPM aus niedrigstufigen oder niedrigeren Tiers macht. T3485. Jetzt nochmal einen bouncen. Genau so. So, er hat Gott sei Dank auch gebounced und das war es dann auch für ihn. So schnell ist dann auch so ein T3485 weggelutscht. Wir sind schon bei 1911 Schaden, 2 Kills. Da hinten kommt jetzt der Leo. Erster Schuss gebounced, zweiter Schuss gebounced mit 150 Durchschlag. Das ist jetzt ein bisschen komisch, dass man da am Leo nicht durchkommt. Ich habe jetzt direkt als nächste Munition APCR vorausgewählt, weil hier auch noch ein T29 steht und ich muss jetzt die Schüsse verlässlich bringen. Ich muss jetzt vor allem dem AMX AC helfen, wobei da hinten läuft noch ein Freifrag durch die Gegend. KV-1S nehmen wir kurz mit. So, jetzt hier vielleicht gegen den Leopard. Ich bounce am Heck von dem T29. Das ist natürlich extrem ungünstig. Komm, nicht mal den Schuss bringe ich noch. Jetzt trackt mich der T29. Der Leopard versucht jetzt hier zu sidescrapen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, erster Schuss. Und jetzt kommt er raus. Und damit hast du nicht gerechnet. Zweiter Schuss direkt weg, den Leo. Ich habe leider jetzt hier nochmal 273 AP verloren. Und jetzt kann der T29 mich hier eigentlich holen. Ich track ihn. Und er bounce zum Glück. Und das bedeutet, dass ich ihn hier ganz, ganz einfach abfarme. Das ist halt das Schöne an dieser monströsen DPM vom Panther M10 und vom Panther. Wenn ihr denn mal die Gegner gecheckt habt und die Gegner ihren Schuss nicht bringen, dann zieht ihr solche Gegner wie den T29 in der Regel aus. So, lasst mich mal durch hier.
Ja, was jetzt kommt, wir sind zu fünft gegen zwei Panzer. Das Problem ist, der KV-2 und die ISO 122S sind noch full life. Ich halte von beiden keinen Schuss mehr aus. KV-2 braucht mich noch nicht mal wirklich treffen. Der muss mich nur anhusten und haut mich weg. Ja, ISO 122 ist auch noch full life, also nahezu full life. Wir haben leider nur noch zwei 5er Panzer, einen 6er Panzer und noch den IKV-90B. IKV und T-67 kommen jetzt ran. Der KV-2 ist gespottet. Škoda T-25 versucht von hinten zu flankieren. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass die ISO 122S hier wieder zurückkommt, dass ich vielleicht in ihre Flanke schießen kann. Und jetzt mache ich einen Fehler. Ich fahre einen weiter nach vorne. Das nimmt mir die Distanz zu meinen Full-Life-Gegnern. Und der KV-2 steht hier neben mir in der Gasse. Haut jetzt hier unseren T-34 weg. Ich kann zwar der ISO 122S noch einen mitgeben, aber ich habe komplett den Reload unterschätzt vom KV-2. Und was ich jetzt hier mache, wie gesagt, das ist selten dämlich. Ich fahre jetzt quasi, obwohl ich One-Shot bin, auf den KV-2 drauf. Und ja, KV-2 hat jetzt nachgeladen und da war es das dann für mich. Leider stellen sich meine drei Teammitglieder auch nicht viel schlauer an als ich. Und ja, das Gefecht geht noch verloren. Ich habe euch das Replay trotzdem mitbringen wollen, weil ich im Prinzip hier in diesem Moment dann auch irgendwie so ein Stück im Blutrausch war. Und ihr kennt das vielleicht selber, wenn ihr euch so durch die Panzer durchtankt, dann fühlt ihr euch irgendwann unbesiegbar. Dass das nicht so ist, hat uns der KV-2 eindrucksvoll bewiesen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wollte ich euch einfach mal zeigen, was der Panther M10 auch im Stadtkampf mit seinesgleichen oder niedrigeren Tiers macht. Er zieht sie einfach aus, bis dann die AP irgendwann erloschen sind. Das war jetzt der Fall. Aber bis dahin haben wir 5 Kills und 2827 Schaden gemacht. Und ich würde sagen, ich zeige euch nochmal, was der Panther M10 als Top-Tier auf einer offenen Karte so imstande ist zu leisten. Wir sind unterwegs auf der Map Erlenberg im Standardgefechtsmodus. Wir sind wieder Top-Tier. Und es gibt keine Arti, also beste Voraussetzungen, um hier eine gute Runde hinzulegen. Und wie gesagt, das Schöne bei dem Panther M10 ist, dass er eigentlich recht häufig Top-Tier ist, weil wenn er Low-Tier ist, dann maximal in Tier 8 Gefechten und auch da weiß er sich zu verkaufen. Das hatte ich euch ja schon im Stiftung Premium-Test-Video mitgebracht. Wie gesagt, mir ging es jetzt einfach nur mal darum, das zu untermauern, was ich gesagt habe, dass dieser Panzer einfach ein Monster ist und gerade wenn er Top-Tier ist, mit seinen Gegnern ja, spielt. Wir haben im Gegnerteam als Top-Tier IS 2E25, auf die müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, gerade auf einer offenen Karte. Gegen 2E25 zu kämpfen ist nicht gerade angenehm. T25, AT, vor dem habe ich jetzt nicht so viel Angst. Bei uns ist ein Tiger 1, ein Leo, meine Wenigkeit und ein E25, also einigermaßen ausgeglichene Verhältnisse. Und ich hatte ja eben angesprochen auf Himmelsdorf, dass dieser Panzer ein extremes Snapshot-Potenzial hat, dadurch, dass er so gute Dispersion-Werte hat. Und das wollen wir uns jetzt direkt mal anschauen, beziehungsweise im weiteren Verlauf. Den haben wir schon mal gesetzt, den Treffer. KV-85 wird seines Lebens nicht mehr froh. Und die Kanone macht einfach so verlässlich Schaden. Da ist der KV-85 schon Geschichte. Dahinter kommt der Churchill. Auch den können wir verarbeiten. Komm, gib uns noch einen Treffer. Ah, leider an der Seite vom Churchill 1 gebounced. Das ist natürlich mega, mega unglücklich. Wir sind jetzt schon bei 591 Schaden, 326 Unterstützungsschaden, ein Kill. 1:1 steht's. Der Churchill 1, den will ich da jetzt ehrlich gesagt weghaben. Jetzt kommt hier ein E25. Keine Ahnung, was mit dem Kollegen los ist, aber auch das nehmen wir dankbar mit. Wenn sich die E25 aus dem Gegnerteam so bereitwillig hier uns präsentieren. Beziehungsweise bis jetzt ist es erst einer. Aber auch den können wir hier eigentlich ganz entspannt ausziehen. Und ihr seht einfach, mit was für einer Kadenz dieser Hunter M10 seinen Schaden rauskloppt. Ich finde es einfach nur göttlich. E25 steht da oben, der zweite. Auch der kriegt direkt von uns einen reingesnappt. Jetzt hat er keinen Bock mehr, sich mit uns hier Schüsse zu traden. Aber der Panther M10 mit diesen Dispersion-Werten und dieser Genauigkeit auf der Kanone hat einfach überhaupt gar kein Problem, hier mit dem E25 kurzen Prozess zu machen. Den habe ich jetzt leider schlecht geaimt. Aber der E25 sollte hier eigentlich am Leo nicht mehr vorbeikommen. Das müsste eigentlich jetzt für den E25 GG bedeuten. Das heißt, wir sind schon beide E25 aus dem Gegnerteam los. So einfach kann man das mal an die Wand fahren. Werte E25-Fahrer. Aber
umso besser für uns, weil wir uns dann jetzt keine Sorgen mehr machen müssen um diese wirklich ekelhaften E25, wenn sie dann irgendwo clever agieren. Jetzt haben wir da hinten eine Hellcat gespottet. Ihr seht auch, wie gut die Sichtweite ist, dass wir sogar da hinten eine Hellcat spotten auf die Entfernung. Also der Panther M10, wenn ihr eine brauchbare Crew drauf habt und wenn ihr Optiken verbaut habt, dann liefert der auch richtig satte Spot-Ergebnisse. 5:4 steht's. Das Gegnerteam bzw. der Rest vom Gegnerteam, was davon noch über ist, hat sich überlegt, es wäre vielleicht clever, sich auf der anderen Seite zu verschanzen. Und wir müssen jetzt gleich mal anfangen, die Kollegen da auszugraben. Ich kriege mir hier die Hellcat noch weg. Leider nicht. Aber andere aus unserem Team können scheinbar drauf schießen. Umso besser. Hellcat so der letzte Alarmposten vom Gegnerteam, bevor es dann daran geht, die Kollegen da hinten von ihren Stellungen runter zu pusten. Da hinten ist der Jagdpanzer 4. Jetzt dreht er uns die Seite freundlicherweise zu und ja, unser Team nimmt ihn raus. 7:4. Wir gehen jetzt geschlossen über die Brücke. Wir sind bereits im Abschmatzmodus, wenn ich das so sagen darf. Und da habt ihr gerade gesehen, was diese Kanone kann. Das kann der Panther, der Standard 7er, leider nicht. Der hat nicht so krasse Dispersion-Werte. Der trifft diese Snapshots leider nicht so verlässlich wie der Panther M10. Und deswegen muss ich sagen, obwohl ich den Panther extrem gut finde und jetzt auch in der Vergangenheit auf dem Weg zur dritten Gunmark sehr, sehr häufig gefahren bin, dass ich den Panther M10 tatsächlich noch ein Stück besser finde, weil diese Dispersion-Werte mich halt extrem glücklich machen, wenn ich meine Snapshots so treffen kann. 10:7, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht in die gesammelte Verteidigung reinlaufen. 10:8, also hier ist natürlich auch immer ein Stück weit Vorsicht geboten. Wenn man dann die Brücke überschreitet, begibt man sich in Indianerland und da muss man dann aufpassen, dass man nicht zusammengeschossen wird vom zum Beispiel T25AT. Da oben ist jetzt noch der IKV. Den haben wir zumindest gespottet, können ihm auch noch einen mitgeben. 649 AP habe ich noch, 11:8. Die restlichen Panzer sind da oben versammelt. Der Panzer 4 bounced Gott sei Dank mit seiner HE-Kanone an mir. Beziehungsweise Heat hat er geschossen. Aus der Fahrt jetzt T25AT in die Front geschossen. Und das ist das, was der Panther M10 wirklich gut beherrscht. Und deswegen finde ich, dass er so verdammt viel Spaß macht. So, der AT kann mich zwar noch treffen, aber ich habe noch ein Rap-Kit und das soll es jetzt für dich auch gewesen sein, Kollege. Da ist der T25AT Geschichte. Der ist auch Geschichte. Jetzt haben wir noch ein IKV. Und der KV-1S steht auf A0 und ich fahre leider in die falsche Richtung und kriege von dem nichts mehr ab. Also ich will das Video hier nicht künstlich in die Länge ziehen. Ich würde sagen, wir schauen mal bei beiden Matches auf die Postgame-Stats. Ja, das erste Gefecht, was ihr gesehen habt, war erster Klasse. Leider haben wir das verloren, auch aufgrund von meiner Dummheit dann zum Schluss gegen den KV-2. Großkaliber haben wir gemacht, schauen wir ganz kurz auf die Teamscore. 2827 Schaden, 5 Kills, 753 Basiserfahrung trotz Niederlage. Also wir haben alles gegeben, haben versucht, die Gegner wegzutanken, aber dann zum Schluss KV-2 und ISO 122S, beide noch full life. Ich weiß jetzt auch nicht, wie wir das ehrlich gesagt auf Himmelsdorf hätten anstellen sollen, die da noch auszugraben. Vielleicht hätte ich auf den Hügel fahren sollen, hätte Fahrradkette, ich habe es am Ende dann verkackt. Trotzdem denke ich, war es ein ganz guter Beleg dafür, wie stark der Panther M10 auch auf Stadtkarten unterwegs ist. Schauen wir mal ganz kurz auf den detaillierten Report. Wir haben 22.616 Credits noch plus gemacht, obwohl wir die Schokolade bezahlen mussten und obwohl wir dann doch relativ viel APCR geschossen haben, gerade auf den Leo und den T29. Aber ich denke, es war in der Situation gerechtfertigt. Das Gefecht hat für uns 5 Minuten 57 gedauert und dafür ist der Schadensoutput doch, denke ich, relativ hoch. Schauen wir mal ganz kurz auf das zweite Gefecht. Das waren Panzerass, 104.000 Credits, 4.578 Erfahrungen aufgrund des Tagessieges. Wir haben die Unterstützermedaille bekommen, wir haben Großkaliber bekommen und ihr seht auch schon, wie viel Panzer wir gespottet haben, beziehungsweise wie viel Unterstützungsschaden wir eingesammelt haben. Schauen wir ganz kurz auf die Teamscore. 2.929 Schaden, 4 Kills, 1.387 Basiserfahrung und im detaillierten Report wird klar, warum wir so viel Erfahrung bekommen haben, weil wir auch noch 1.507 Unterstützungsschaden gesammelt haben. Wir haben 4 Kills gemacht in 6 Minuten 36. Und ich denke, hier habt ihr vor allem gesehen, wie gut der Panther M10 dann tatsächlich im Snapshotten ist, wie schnell er seine Ziele auffasst und wie er dann auch aus der Fahrt, wie zum Beispiel gegen den T25AT,
seine Treffer sicher setzt. Wir haben 33 Mal geschossen, immerhin 27 Mal getroffen und davon 23 Mal penetriert. Wir haben in diesem Gefecht nicht ein einziges Mal Arbiter schießen müssen, deswegen haben wir 81.595 Credits plus gemacht mit einem 7er Premium-Panzer, denke ich, ist das ein sehr, sehr hervorragender Wert. Ja, das war nur mal so nochmal der Videobeweis, dass dieser Panzer tatsächlich so stark ist, wie ich es in meinem Stiftung Premium-Test angesagt habe. Wenn ihr mit dem Panzer nicht so richtig zurechtkommt, dann liegt das nicht am Panzer. Der Panther M10 ist ganz sicherlich nicht scheiße, sondern ihr müsst noch ein bisschen mehr an eurer Übersicht arbeiten und den Panzer vor allem in Situationen bringen, in denen er auch bestehen kann. 1 gegen 3 mag er nicht, aber 1 gegen 1 kann er sehr gut, habt ihr gegen den Kometen gesehen. Vor allem lebt er davon, von seiner Sichtweite gepaart mit dieser akkuraten Kanone, dass ihr früh First Spots liefert, dass ihr schon früh anfangt, Schaden auszuteilen und dass ihr vor allem auch, wenn es geht, auf eine Entfernung kämpft, wo ihr ununterbrochen schießen könnt, aber selber vielleicht keine Hits am Anfang kassiert. Der Panzer hat aber trotzdem 1300 HP, für ein 7er Medium ist das schon extrem viel. Das heißt, er hat auch extremes Überlebenspotenzial, kann gut was einstecken und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch Appetit gemacht hat auf den Panther M10, ich kann ihn nur empfehlen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, lasst mir ein Like da. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Haut rein!